Herzlich willkommen zurück zum neuen Part von Let's Play Tomodachi Life. Im letzten Part haben wir hier Falkas gegen Sam das Spiel gewonnen und ich bin deshalb erst irgendwie in so einem Run. Ich gewinne gefühlt alle Spiele und ich weiß halt ehrlich nicht, wieso eigentlich. Aber ich tue es und passt doch. So, und hier ist Liran, der will nämlich auch noch was von mir und was genau, sagen wir doch mal an. Aber passt halt, dass die beiden sehr müde haben, das finde ich wieder witzig. Guten Tag, also was gibt's? Im Skaten, du hast Hunger. Hier ist ein Brief. Nein. Komm aufs Dach, ich muss dir etwas sagen. Okay. Ich weiß nicht, von wem er ist. Soll ich trotzdem aufs Dach? Was meinst du? Oh, jetzt wird's spannend. Ja, geh einfach aufs Dach. Klar, dich interessiert es sicher auch, von wem der Brief sein wird. Aber sowas von interessiert mich das. Jetzt sagen wir mal. Von wem wird wohl der Brief sein? Was geht hier jetzt ab? Das ist eine ganz neue Wendung. Ihm bei einer an. Bitte häng das Monatsmotto in deinem Apartment auf. Aha. Okay, das verkrönt die mit dem Bart, sehr interessant. Und die will, dass er das Monatsmotto in seinem Apartment aufhängt. Okay, das war ein bisschen schräg. Wer war denn das? Und was soll ich hiermit bloß? So, wer war das? Egal. Hauptsache, ich war da und die Neugier ist erst einmal befriedigt. Tiefgründige Fragen. Die Neugier ist befriedigt, ist einmal die Hauptsache. Also, es ist ein Monatsmotto, was du dir aufhängen musst, okay? Was okay, ist okay. In deiner Welt wohl im Moment gerade modern? Ja, das wollen wir jetzt nicht drüber reden, was in meiner Welt modern ist. Ist auch komplett wurscht. Frage ist nur, was hat das mit dem Monatsmotto auf sich? Aber ich denke mal, das werden wir jetzt bald erfahren. Behaupt ich jetzt einfach mal. So, genau, wir waren noch ein bisschen beim Sound, was hier generell so an Stuff einfach noch so gibt. Ne, hier haben wir dann das Support-Warenhaus. Supermacht und so weiter, aber ich würde fast sagen, aber wie gesagt, die Ereignisse sind zum Teil immer Uhrzeiten abhängig, dass man dann auch die Uhrzeit von Dreh halt immer vor und zurück, dann kann ich halt daran, wenn wir jetzt zum Beispiel einfach mal einen Park reinhauen, dann sehen wir nämlich mal so Demonstrationen anfangen, wo sitzen Leute auf der Parkbank, dass die Grillparty um 14.30 Uhr losgeht mit Vorschlagen. Ist heute einfach mal so Grillparty, deswegen speisen wir jetzt einfach mal alles an dieser Stelle, dann tust du es halt einfach mal auf. Ja komm. 14.35 Uhr oder sowas vorstellen. Das können wir jetzt einfach so mal machen. Finde ich es so mal in Ordnung, das zu machen. Dann war das eh irgendwas komplett falsch eingestellt, das kann man ja gleich noch richtig einstellen. Wenn wir auch schon dabei sind, ne? So, allgemeine Uhrseinstellung, Datum, Uhrzeit. So, das Datum war nämlich auch verkackt, das ist nämlich das 10.8. Wie steht da? Stand da jetzt vorhin 8.8. Macht gar keinen Sinn. So, die momentane Uhrzeit ist 14.35 Uhr. So muss das. Gut, dann speisen wir das Ganze mal, beenden den Spaß. Dann können wir nämlich in Tomodachi Life jetzt auch die anderen Sachen sehen, weil ich kann nicht immer aus jeder Uhrzeit aufnehmen, aber so kann man quasi die Uhrzeit einstellen, sodass es trotzdem aufnehmen kann. Das ist Win-Win-Situation für alle. Wenn man so will. Ah, ist doch schön, was ihr alles auf meinem 3DS dann wieder zu machen drauf habt, ne? So. Wie Street Pass Lobby, ach ja. Die schönen alten Demos von damals, ne? Lol. Ein paar Demos habe ich noch nicht mal ausgepackt. Inzwischen kann man die gar nicht mehr downloaden. Ich habe so gesehen, ich hätte Depp hat doch 20 Guthaben gehabt. Für die Nintendo. Ah, mein Auge. Nein, nicht jucken. Für meinen Nintendo 3DS Store, eShop Store, der abgezahlt wurde. Ich habe das halt, dadurch, dass das Ding im Schrank liegen gelassen habt, erst viel zu spät gesehen, dass ich da noch Guthaben gehabt hätte. Also RIP an dieser Stelle dafür. Ist halt echt belastend, ne? So, und seht da, auf einmal haben wir hier ein Ereignis im Park, nämlich die Grillparty, die in vollem Gange ist. Das haben wir auch direkt hin. Aber das erste Mal war es im Glücksbund, da ist jemand und hängt da ab. Also jetzt fahren wir aber rum. Das ist immer cool zu sehen, wenn die Miese einfach random irgendwo rumzählen. Und dann mache ich es einfach gerne immer mal wieder. Ein Foto. Von dem Ganzen. Aber jetzt haben wir mal auf dem Grill fest, was da abgeht. Die Grillparty ist im vollen Gang. Das haben wir doch mal in Jawoll, so muss das. So. Jetzt haben wir es einfach mal Minuten zu oder so. Das Fleisch da auf, das ist besonders frisch. Das verbrennt ja gleich. Ja, wenn Fleisch besonders frisch ist, tut es gleich verbrennen. Man kennt's. Aber die Idee ist hilfreich, so.
Die machen jeden Tag um die Uhrzeit einfach ein Grillfest. Der Rauch kommt genau in meine Richtung. Kannst einem leid tun. Ups. So, so das. Vielleicht eine kurze Unterbrechung. So, gut, Mikrofon ist wieder an. So, jetzt raucht es ein bisschen. Ich finde das sehr lustig, beim Schuh zu sehen, wie die einfach verkacken. Ah, wenn das Mikrofon pustet. Das ist ja schlimm. Doch, rauch mal weg. Ich würze am liebsten spärlich, um das natürliche Fleischaroma voll genießen zu können. Aha, spärlich, um das Fleischaroma zu genießen. Da wieso nicht einfach mal spärlich würzen? Fleisch ist so delikat, weil zur Fütterung des Rinds nur Popcorn verwendet wurde. Aha, also Fütterung des Rinds nur Popcorn, okay. So, jetzt ist wieder sehr viel Rauch da. Ich habe eigentlich ehrlich gesagt gar keinen Bock, den Kratex zu machen, aber es macht. Der ganze Rauch. Und Ebola, der Rauch ist weg. Das ist ja so ein... Sehr lustig. Also die machen hier, ihr könnt es sehen, eine fette Grillparty, wo sehr viel abgeht. Und das scheint schmecken schön kräftig und lecker. Den ja auch so schmecken. Und Spare Ups sind das selbst Sache, die im Übrigen sehr, sehr lecker ist. Also kann ich das nur jedem empfehlen, so einfach mal Spare Ups zu grillen, auf jeden Fall. Sehr, sehr wild. So, jetzt könnt ihr wieder Rauch wegpusten, können aber auch zu, ne? So, ja. Liebe Leute, soweit so gut. Auch wenn der Part ein bisschen kürzer war, aber wie gesagt, ich muss Bild zur XV aufnehmen für Gamescom und da können die Parte leider nicht so riesig lang sein, weil es ist einfach sagt, muss alles vor aufzunehmen. Deswegen bedanke ich mich jetzt an dir, Stanley, hier für Susan von dem Part. Mach's gut, ich bin raus, bis zum nächsten Mal. Und ciao.